Okay, dann zeige ich euch mal, was ich alles drin habe. So, hier haben wir normale Sattelseifer von B&E. Dann habe ich hier ein Sattelöl von B&E. Ein schöner weicher Putzlappen. Verschiedene Schwämme, mehr kratzig oder auch weich. Meine Lieblingsbürste, die ich ganz gerne nehme für den Westernsattel wegen der Punzierungen, dass man da auch wirklich überall alles rausbekommt. Aber die ist schon sehr alt. Ich glaube, das ist auch eine echte Bürste. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich liebe diese Bürste. Dann haben wir hier noch ganz normales Lederbalsam. Dann habe ich hier noch die Lederkombi. Die ist fettfrei. Die nehme ich eigentlich ganz gerne für die Trensen oder für den Sattel mal zwischendurch. So, Pinsel fürs Öl. Hier habe ich dieses Lederkombi nochmal in eine kleine Flasche umgefüllt, dass man, wie gesagt, die Trennen eben mal ganz schnell einsprüht. Und noch von der Firma FX Lederbalsam. So, Zange. Und wo ist er? Schraubenzieher für die Chicago-Zauben. Wasser. Den Sattel habe ich schon auseinandergebaut. Und der hat es echt nötig. Die Flecke waren allerdings schon. Also der muss unbedingt mal wieder. Also und ansonsten gehe ich wirklich einfach nur mal mit der Lederkombi von FX drüber. So. Die Seife rein. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, mit was ihr euer Sattelzeug pflegt und eure Trensen. Und wie oft macht ihr euren großen Putz? Ein- oder zweimal im Jahr oder vielleicht sogar öfters? Dann nehme ich meinen feuchten Schwamm. Und wisch das drauf. Ja, mit der feinen Bürste kommt man ja wenigstens schön in die Punzierung rein. Bei der Sattelseife selbst geblieben und bin da eigentlich
über die Jahre sehr zufrieden damit. Weil wir haben auch noch andere Firmen in unserem Sortiment, die mit Sicherheit auch genauso gut sind. Also wenn ich meinen großen Winterputz mache, also dann nehme ich ja auch die Trenner einmal, sofern es möglich ist, komplett aufeinander, dass man wirklich überall so, während der Sattel und die Trense trocknen, trinke ich erstmal eine Tasse Kaffee und kuschel mit meinen Tierchen. Also, bis gleich! Das Prestolin von der Firma Benny & Eick. Das ist für sehr beanspruchtes Leder. Das ist auch stark rückfettend. Weil ich persönlich nehme für den Sattel nicht gern Fett, weil das die Poren verschließt. Ja, Heidi? Hast du mich? Willst du mich? Ey, wo sonst die Kleber, ne? Ey, wie man sieht, habe ich das auch schon länger im Schrank. Füllen wir das dann. Ups. Sehr, sehr gut verarbeiten. Wir nehmen das auch für unsere Autositze. Und dann kann ich... Ah, das willst du jetzt doch mitmachen. Hm? Ah. So, dann stelle ich mal die Kamera ab und dann geht's los. Das, was mich einzieht, das rubbel ich schönen Baumwolltuch oder ein Weichmikrofasertuch wieder ab. Aber ich lasse den Sattel in der Regel, nachdem ich den einmal wirklich komplett gereinigt habe, meistens ein, zwei Tage ruhen, damit das Lederöl oder Balsam oder was auch immer man benutzt, die Möglichkeit hat, wirklich gut einzuziehen. Man eigentlich schon sehen, wie schnell das eigentlich auch einzieht. Ne? Einmal drüber gepindelt. Und hier zieht das wirklich ruckzuck ein. Weg ist es. Im Gegensatz zum Fett hat natürlich den Vorteil, dass das hier in die Ritzen und in die Löcher gut einfließt und sich dort auch verteilen kann, während das Fett dann eher drin kleben bleiben würde. So, wenn ich die Trense nur mal ganz kurz zwischendurch reinigen möchte,
dann nehme ich das Effax Edo Kombi. Das ist eine fettfreie Reinigung mit Tiefenwirkung. Dann habe ich mir das damals umgefüllt in so ein kleines Fläschchen, weil man dann wirklich gezielt sprühen kann und dann mit einem weichen Tuch abreiben kann. So. Wenn ich aber meinen Großputz mache, dann nehme ich für die Kränze nehme ich das einfach Federbalsam. Ich arbeite sowas gerne mit dem Pinsel, weil dann kommt man gerade bei den besseren Pinseln ganz gut hier zwischen, als wenn ich dann nur einen Lappen nehmen würde. Reinige ich mit dem Schwamm und der Sattelseife. Ich ziehe die einfach ein paar Mal durch. Ich ziehe das Effax Lederbalsam mit einem feinen, weichen Tuch und ziehe die Zügel dann dort auch einfach ein paar Mal durch. Und so sieht der Sattel jetzt etwas später aus. Das Lederöhr ist komplett eingezogen, da sieht man überhaupt nichts mehr von. Die Trense ist auch komplett trocken, das Gebiss habe ich nochmal gereinigt. Und jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Tipp für einen Westernsattel, der frisch gereinigt wurde, dann oft knarkst und quietscht. Ganz einfach ein bisschen ganz normales Babypuder über die Fender und auf das Gürtel von unten etwas verreiben und schon quietscht das Leder nicht mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und schreibt vielleicht in die Kommentare, was wir euch als nächstes zeigen oder vorstellen können. Und schaut auch mal in den anderen Kanal vorbei. Tschüss!